unser FFF-Empfang, traditionell, auf der, beim Filmfest München immer am Donnerstag. Es kommt die Branche, es kommt eigentlich die gesamte Branche, gibt sich hier ein Stell dich ein. Es gibt natürlich eine Rede, wo wir auf die wichtigsten Dinge hier beim Filmfest hinweisen, welche FFF-geförderten Filme hier laufen. Und vom Wirtschaftsministerium wird Staatssekretär Pschierer da sein und zu unseren Gästen sprechen. Wir haben vielleicht auch was zu feiern, den einen oder anderen Preis, den wir hier zumindest erwähnen, lohnend erwähnen. Und ansonsten ist es eine Plattform für die Branche, sich auszutauschen und Beziehungen zu vertiefen, neue Projekte zu besprechen, Verabredungen zu treffen. Dafür ist das da. Wandern dieses Jahr auch wieder einige Schecks zurück? Dieses Jahr, es wandern bei uns ja immer Schecks zurück, das ist sozusagen das laufende Geschäft. Wir machen diesmal keine offizielle Scheckübergabe. Wir hatten das vor ein paar Wochen, als für Fuck You Goethe der Scheck zurückgegeben wurde an die Ministerin Aigner, haben wir einen eigenen Termin gemacht. Heute haben wir gedacht, machen wir mal was anderes, damit es auch nicht immer das Gleiche ist. Okay, prima. Good luck finding yourself. Um was geht's da? Um Sterben ins Leben rein. Sie sind der Protagonist? Nee, Sie. Sie sind der Protagonist? Ja. Was passiert oder wann kommt er raus? Wo wird sie man hat sehen? Ziemlich fortgeschrittenen Krebs und versucht zum Leben zu kommen, indem sie dieses Sterben übt auf dieser Reise. Das ist eine heftige Reise. Das lässt sich natürlich leicht immer, wenn man sicher Kommentare geben. Ja, los. Korrigier mich. Das war eher nochmal ins Meersterben eine Reise. Genau. Hinterher habe ich mich erst, nachdem ich von euch weg war, wieder sterbisiert. Aber gut, du musst es sehen. Sie haben auch viele fotografiert. Ja. Habe ich gelesen. Ja, ich habe einige Lieder gesehen. Ja. Aber ich mache aus diesen Fotos gerade auch ein Buch, so ein Comic. Oh, interessant. Weil ich habe so wahnsinnig viel fotografiert und immer nur mit dem iPhone. Und da kann man ja so viel jetzt auch nicht mitmachen. Richtig. So, guten Morgen. Hier nochmal der Blick. Morgen. Ja, hier nochmal. Genau, am 7. Juli haben wir den bekommen. Für was habt ihr den bekommen jetzt? Das war unser Abschlussfilm Nocebo vom FFF, sehr, sehr großzügig, großzügig unterstützt. Ja, genau. Unterstützt. Und deshalb sind wir auch hier und zum einen natürlich, um nochmal Danke dafür zu sagen und den zu zeigen. Was muss man dazu machen? Abholen? Oscar verleihen? Groß? Mit Publikum? Oder das ist mehr so eine... Ja, man muss da hinfliegen und es ist ein tolles Kino. Und eine tolle Rede halten. Man muss eine Rede halten. Super Film machen erstmal. Niemanden vergessen, den man erwähnt. Und einen Film machen. Und was habt ihr für einen Film gemacht jetzt noch ganz kurz? Also es ist ein Action-Thriller mit großen psychologischen Elementen. 39 Minuten Abschlussfilm an der Havel. Der heißt? Nocebo. Wie? Nocebo? Wie Placebo. Das geht der Gegenteil von Placebo. Placebo. Der Teppich angekommen. Einmal umdrehen, bitte. Und her schauen. Mehr in den Teppich. Einmal hier. Entschuldigung. Da in der Mitte. Der Einer. Links, das bin ich mir sehr dankbar. Das zeigt sich besser. Super. Sehr schön.
schön.